Ich liebe seine Sinfonien, fühle mit dem Komponisten, wie er kämpft, hofft und empfindet. Im Grunde wollen wir etwas Licht in die Geheimnisse des Lebens bringen, um zu verstehen, wie Lebensprozesse ablaufen, indem wir Laser, Mikroskope und fluoreszierende Proteine einsetzen. Professor Shi, geboren in China, ist seit 1999 Professor an der Harvard-Universität. Der Vater von Zwillingstöchtern und eines Sohnes findet die Inspiration für seine Arbeit bei seiner Familie. Das ist das größte Rätsel in meinem Leben. Es gibt unsere DNA in einer Zelle nur ein einziges Mal. Die DNAs von Chris und Carol sind identisch. Die Gene sind die gleichen. Wie sich diese Gene durch verschiedene Proteine in unterschiedlichen Zusammensetzungen äußern, das ist es, was letztendlich die Eigenschaften oder Phänotypen ausmacht. Mit der von uns entwickelten Einzelmolekültechnologie sind wir in der Lage, diesen fundamentalen biologischen Prozess zu erforschen, Genexpression, auf Einzelzellen- und Einzelmolekülebene, in Echtzeit in einer lebenden Zelle. Die Produktion von Proteinen auf Basis des genetischen DNA-Codes ist ein Schlüsselprozess des Lebens. Ein besseres Verständnis dieses Prozesses wird es Wissenschaftlern ermöglichen, neue Strategien zur Bekämpfung zahlreicher Krankheiten zu entwickeln. Hier untersuche ich mit einem Fluoreszenzmikroskop einzelne lebende Bakterien. Auf diesem Bildschirm erkennt man die einzelnen Bakterien. Wir können sie hin und her bewegen, um sie zu betrachten. Auf dem rechten Bildschirm haben wir das Fluoreszenzbild. Wir verwenden fluoreszierende Proteine. Ein großer Fortschritt in der Biologie. Im Jahr 2006 gelang der Arbeitsgruppe von Shi erstmals eine Echtzeit-Filmaufnahme der Produktion von Proteinen in einer lebenden Zelle, Molekül für Molekül. This is a sample cell that has the E. coli bacterial cells. Hier sind die E. coli Bakterien zwischen zwei Glasplatten eingespannt. And then we have the laser here. Und hier haben wir die Laser mit zwei unterschiedlichen Farben, den grünen und den gelben Laser. Sie sollen unterschiedliche Typen von E. coli Molekülen anregen. All das kann in der Medizin genutzt werden. Das Verständnis dieser elementaren Prozesse ist eine wichtige Grundlage, um Medikamente zur Behandlung von Krebsarten, Tuberkulose, für die regenerative Medizin und für die Stammzellenforschung zu entwickeln. Den Menschen helfen, Krankheiten heilen. Ein Anliegen, das gerade Professor Shi ausgesprochen wichtig ist. Vor 12 Jahren, als meine Frau schwanger war, stellte man bei ihr im mittleren Schwangerschaftsdrittel einen faustgroßen Eierstocktumor fest. Ein Schock. Das Leben seiner Frau und seines Sohnes wurden durch eine kernspintomografisch überwachte Operation gerettet. Dies inspirierte Professor Shi, Laser für die medizinische Bildgebung einzusetzen. 12 Jahre später hat meine Gruppe jetzt die CARS-Mikroskopie entwickelt, die die Kernspintomographie ergänzt. Ich hätte nie gedacht, dass wir das schaffen würden, aber es macht mich überglücklich, dass Grundlagenforschung letzten Endes den Menschen und der Gesellschaft hilft. Seine Studenten nennen ihn Sunny, weil sein chinesischer Vorname Sonnenaufgang heißt. Was könnte treffender sein? Ich hoffe, dass wir mit unserer Arbeit Menschen, ja der ganzen Welt, helfen können. Wenn ich das schaffe, werde ich sehr glücklich sein. If I can do that, I'll be very happy.